Ich muss leider den Kopf rein. Ich weiß echt nicht. Ich will jetzt nicht irgendwas vormachen. So. Mensch, du bist der Chef. Sowas gab's eigentlich doch noch nie. Er hat den Laden jetzt erst seit 3 Monaten. Ne? Das heißt, er hat uns eigentlich sofort nach der Eröffnung schon gerufen. Sein Laden jetzt, New Papillon, schaut von außen aus wie ein Wettbüro. Und das hat wahrscheinlich mit seiner Vergangenheit zu tun, weil er ist schon mal insolvenz gegangen mit einem Wettbüro. Und er hat jetzt schon wieder 60.000 Euro Schulden, das kommt noch dazu. Ja. 60.000 in 3 Monaten oder 4 Monaten, wie geht das? Na, das ist ja wieder mal die Kacke am Dampfen. Aber morgen kommt er vor noch dazu, der hat heute noch einen wichtigen Termin. Ja, das ist auch gut so. Also, weil hier ist echt geballte Power gefragt. Ne? Mike, hallo. Hi, Andi. Hi. Hallo. Hallo. Das ist ein schönes Restaurant, da kann man eigentlich echt was draus machen. Ich bin mal gespannt, wo da die Problematik liegt. Vielleicht liegt zum Essen. Das werden wir jetzt testen. Hinten? 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 Was für Teile vom Rind sind da auf dem Mixed-Grill-Teller? Da sind drauf. Ich muss leider den Kopf rein. Ich weiß echt nicht. Ich will jetzt nicht irgendwas vormachen. So. Mensch, du bist der Chef. Wie kann es sein, dass man sich für sowas entscheidet und so eine einfache Karte nicht beherrscht? Wir wussten, dass der Hasan relativ wenig Erfahrung hat und dass er auch noch ziemlich jung ist. Aber dass er überhaupt keinen Plan hat, hat uns dann doch geschockt. Gar nichts, weiß der. Gibt's doch nicht. Wenn du 3 Monate so am Gast schon agierst, das ist mit das Ergebnis, warum hier kein Mensch sitzt. Ne? Normalerweise müsste man aufstehen und gehen. Der hat überhaupt keine Ahnung. Keinen blassen Dunst. Mike, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also, wenn der Koch genauso drauf ist wie der Chef, ja, dann gute Nacht. Das ist für dich. Das schaut dir mal aus. Ich muss es nicht mal anfassen, dann weiß ich, dass es tot ist. Es ist tot geklopft, ja, weil du siehst, dass jede Struktur zusammengeschlagen wurde. Hier, schau mal her. Das ist mal hinüber, ne? Die Garpunkte von der Grillplatte hat er überhaupt gar nicht im Griff gehabt. Das waren alles durchgebratene Schuhsohlen. Da ist ja Fensterkit elastischer. Schau mal diesen Spinatpump da an, diese TK-Pots, ja, da. Spinat war ekelhaft. Ich probiere mal ein Steak. Achtung, also das Steak ist auch eigentlich schon tot. Probieren wir von dir die Pfifferlinge. Ja. Es schmeckt irgendwie auch ein bisschen so übersteuert. Es ist, ja, ein es ist überlagert. Einfach überlagert. Es hat dann halt so wie so eine Art Stich, aber es ist einfach in Ordnung. Aber es schmeckt so ein bisschen muffig. Und es ist jetzt eigentlich ziemlich von dieser Soße zugepackert. Tomatenmarksoße ist es. Das ist Tomatenmark. Pfifferlingdosen. Ja. Hat sich dann auch durchgezogen wie ein roter Faden. Die Soße wird ja für alles verwendet. Ne? Das hat uns dann schon sehr betrübt. Ja, die haben sich jetzt also tatsächlich auch noch in den Ruin gekocht mit, ne? Das muss man auch sagen. Katastrophe mit dem Koch. Es wird auch noch lustig. Hi, servus. Ja, das ist ja mal ein enger Schlauch hier. Hi, du bist der Momo, ja? Ja. Ah, so. Momo. Also du hast deinen Teil dazu beigetragen, dass der Hasan mit dem Rücken an der Wand steht. Ne? Also sage ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Pluskills war nicht in Ordnung. Wenn der Gast da kommt, die Salate war 0,0 mariniert, so geht das nicht. Die Fischsuppe hat das Gummizeugs da drin. Das war aus dem Tiefgefach. Das war in irgendeiner Tomatensauce durchgezogen, die im Übrigen uns über die ganze Speisenfolge verfolgt hat. Die ist da klitschi-klatschi drin. Die ist da in der Pfifferling klitschi-klatschi. Schmeckt wie Einheitsbrei. Ich hatte den Grillteller, das Fleisch komplett totgebraten. Also wirklich durch. Ich habe ein Filetsteak gehabt. Entweder hat das die Bing Bong Mikrowelle beim Auftauen gesehen oder es ist überlagert gewesen. So, Licht an. Licht leider ist kaputt. Licht ist kaputt? Ja. Da kann man ja gar nicht gescheit sauber machen. Ja, das ist die. Boah, da ist ein Dreck. Schau mal da unten, das ist doch Fleisch, sag ich ja, mal klar. Sehen. Da liegt was rum, was eigentlich TK, genau, tiefgekühlt gelagert gehört. Das gehört, glaube ich, tiefgekühlt. Hier sind Bohnen in einen Dreck gelegt. Schau mal darauf da. In was für ein. Schau dir das mal an hier, Andi. Ja, ich sehe schon. Schau dir das an. Also das ist eine Riesenschweinerei jetzt. Wenn da mal der richtige Dienst kommt, dann war es das. Hast du dein Kühlhaus unten mal gesehen? Scheiße, Mann. Abgesehen davon, dass es ekelhaft ist, ist es auch noch gefährlich. Denn wenn irgendjemand von deinen Gästen zum Beispiel Salmonellen bekommt, bist du im Knast. Ich hab mir nicht so Gedanken drüber gemacht, dass das so weit kommen kann. Er hat keinen Plan, was er da macht. Er hat auch überhaupt keine Ahnung, in welcher Verantwortung er steht. Also auch den zahlenden Gästen gegenüber. Es ist einfach der krasseste Fall an Nichtwissen. Sowas gab es eigentlich doch noch nie. Aufgaben, ganz klar.
Reinigung und du nutzt mal die Chance, dich mit deinem Koch zu unterhalten. Deine Speisekarte, lass du dir mal bitte erklären, was überhaupt da drauf steht. Was überhaupt ein Vitello Tonnato ist. Und was auf dem Grillteller drauf ist. Mhm. Alles klar? Die komplette Speisekarte. Genau, das ist die Speisekarte. Wir sind morgen zu dritt. Der Fo ist morgen noch dabei. Bitte erledigt die Hausaufgaben. Ja. Ist wichtig für euch. Ist nicht für uns. Ja? Ciao. Ciao. So, schönen guten Tag. Hi, ich bin der Zuwachs heute. Ich bin der Fo. Servus. Momo. Hassan, Servus. Der Fo, der unterstützt uns jetzt, aber zuerst mal wollen wir die Hausaufgaben abfragen und da bist du gefragt. Was ist im Chefsalat? Ich bin nicht dazu gekommen, komplett die Karte zu lernen. Du hast aber schon seit Monaten die Karte, oder? Das ist nicht von gestern auf heute. Das macht mich fertig. Das kann doch nicht sein. Das ist schwierig als Chef, wenn ich nicht weiß, was für ein Gericht ich da verkaufe. Ich konnte ja nicht viel lernen, hab ja keine Zeit gehabt. Du bist nicht dazu gekommen, die paar Gerichte da auswendig zu lernen. Das heißt? Das finde ich jetzt aber echt krass. Okay, jetzt frage ich noch mal was. Was ist denn alles auf dem Mixgrill drauf? Mixgrill war drauf 4 verschiedene Fleischsorten. Die da wären? Die wären Hähnchen. Mhm. Steak. Von was für ein Fleisch ein Steak? Es gibt auch Känguru-Steak, Alligator-Steak, weißt du, Straußensteak, da gibt es ja Steaks, gibt es ja viele. Steaks. Was hat man im Angebot heute? Hm? Rumpsteak. Das ist ein Steak. Was für ein Tier, aus was für ein Tier kommt ein Rumpsteak? Da gibt es ja auch das passende Tier dazu, ne? Zu so einem Steak. Ja, wie könnte das Tier ausschauen? Also ich gebe dir keinen Tipp, aber macht mal. Von der Kuh. Ich glaube, eine Kuh auf der Wiese kann man mehr beibringen in einem Tag wie Hassan. Wenn es so weitergeht, hat er null Chance, in irgendeinem Beruf selbstständig zu sein. Du hast eben gesagt, du bist nicht dazu gekommen, die Karte noch mal einzustudieren. Mhm. Ich hoffe, es liegt daran, dass du die ganze Nacht mit die Hausaufgabe Putzen mit erledigt hast. Ich war mit den Jungs unten, ja. Wir haben die Information, dass du früher gegangen bist. Was ist jetzt korrekt? Jetzt müssen wir mal aufhören mit dem ganzen Lügengerüst. Jetzt sagen wir es einfach, da können wir dir auch richtig helfen. Wir lügen nicht. Also bist du früher gegangen? Ja oder nein? Ich war kurz weg und dann bin ich wiedergekommen. Okay. Und du hast das unten alleine gemacht? Nee, ich und Zumai. Zumai. Ja. So, jetzt sind wir mal im ehrlichen Boot, okay? Mhm. Du bist früher gegangen, bist später gekommen. Dann war das schon, die Aufgabe war da schon erledigt. Und du hast dann trotzdem keine Zeit gehabt, um die Karte zu studieren. Ist das korrekt? Korrekt. Gut, warum? Weil ich so kaputt war, ich musste schlafen. Der Einsatz passt bei Hassan in keinster Art und Weise. Nicht morgens, nicht mittags, nicht abends, nur nachts, wenn er schläft. Hier oben auf der Stirn, wenn du drauf drückst, drück mal drauf. Drück auf deine Stirn. Hier? Ja, hier. Bei mir? Das ist durch, das ist dann durchs Fleisch. Ja, durch. Wenn du ja. auf die Nasenspitze drückst, das ist, medium. Ist es medium. Medium. Und die Lippe ist Englisch. Englisch, genau. Okay, und gestern hast du aber doppelt ja, durchgebracht. Weil ja. das habe ich. Also, das heißt, beim Kochen müssten wir praktisch, wenn wir jetzt auch kochen, ganz von vorne anfangen. Alles klar. Oder bei 0 oder bei minus 2? Bei minus 2. Das ist aber gut, weißt, das ist gut, wenn du das zugibst. Das ist doch prima. Das war für mich der richtige Schritt. Es war ein Anfänger und der will einfach lernen. Okay. Und dann geht es halt jetzt um die Garzeit. Das heißt, wie Fleisch muss kurz temperieren, bevor ich in die Pfanne lege. Ja. Wann muss es ein bisschen Temperatur kriegen? Weißt du, wenn es jetzt eiskalt ist aus dem Kühlschrank raus ja. und ich lege es in die heiße Pfanne, dann zieht es zu arg zusammen. Dann erschrickt es. Okay. Okay, und wenn das ein bisschen Zimmertemperatur hat, dann gart es entspannt halt. Eine Minute pro Seite. Nein, aber ein Fleisch ist eine Fleischgabel. Aber nie ins Fleisch reinstechen. Nie. Okay. Ja, wenn du da jetzt reinstichst, dann läuft ja der Fleischsaft aus, ja? Okay. Er muss geführt werden, er muss gebrieft werden, er muss einfach durchgezogen werden, gelenkt und geleitet. Jetzt mein Freund Momo, jetzt machen wir so einen Steak, das wäre jetzt so einfach ein mediterranes Rumsteak. Das Fleisch schmeckt lecker und dann hast du schönes Gemüse. Das ist ganz einfach gekocht. Perfekt, ja. Und das ist jetzt ein frischer Geschmack. Das war wie ein Wunder. Das habe ich nie in meinem Leben so gesehen, wie ein Profi kocht. Und das war ganz einfach. Vorne wird es verschiedene Spieße geben. Und es gibt zum Beispiel ein Currysüppchen mit einer Jakobsmuschel. Es gibt einen Entenspieß. Wir machen was mit Straußenfleisch. Also lauter Kleinigkeiten. Im Restaurant wird es eine Schüssel mit Pasta geben auf dem Tisch und eine Schüssel Salat. So. Was sagst du? Sag schon, hört sich sehr gut an, oder? Ja. Der Hassan hat sich über unsere Vorschläge gefreut. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie weit er einfach einlenkt, damit er nicht noch eins auf den Deckel kriegt. Ich habe eher damit gerechnet, dass der Laden für ältere Leute gedacht ist. Aber wenn die Kochprofis sagen, dass der Laden eher für junge Publikum geeignet ist, dann wird das so gemacht. Der einzige Lichtblick für mich momentan ist der Momo. Er möchte das lernen, was wir ihm zeigen. Das Gefühl habe ich momentan vom Hassan nicht. So, wir machen jetzt die Currysuppe. Ganz am Anfang zeige ich dir mal einen Trick, habe ich von einer Thailänderin gezeigt bekommen. Curry ist ja fettlöslich. Ja. Ja?
Und ich röste jetzt mein Curry in dem Kokosfett an. Ich habe jetzt hier Currypulver und das röste ich jetzt an. Das geht jetzt aber auch nebenher, denn wir legen jetzt schon mit unserem Suppenansatz los. Ich habe jetzt hier Schalotten, Knoblauch, Fenchel, Staudensellerie und Knollensellerie. Und das brate ich jetzt alles ohne Farbe erstmal an. Mit frischem Gemüse, das ist ganz, für mich ist ganz neu. Jetzt salze ich die Suppe schon. Ja. Kannst du dir vorstellen, warum ich die schon salze? Weil verliert Wasser die Gemüse und dieser Salz geht in die Wasser und wird... Ich bin sprachlos, du weißt es ja schon. Er ist nicht so unwissend, wie wir eigentlich dachten. Aber er muss es erstmal umsetzen. Ich habe da drüben Zitronengras. Das habe ich zuerst angeschlagen und dann geschnitten. Hm? Ja. So ein wunderbares Aroma. Ich liebe Zitronengras. Rein damit. Jetzt kommt unser Curry da dazu. Kannst du mir mal die Kokosmilch geben? Schütten mal rein. Die köcheln wir jetzt nur ganz, ganz vorsichtig. Ja, damit wir den frischen Geschmack nicht verlieren. Okay? Der Momo macht sich ziemlich gut. Er ist sehr, sehr, sehr aufmerksam und gewillt. Jetzt ist es so weit, dass wir euch verlassen. Der junge Mann hat jetzt schon mal unser Tempo kennengelernt. Momo, du kennst jetzt ein bisschen, was Geschwindigkeit angeht. Wir reden morgen noch über das Geschäftsführer-Dasein, ja? Über Disziplin und Geschwindigkeit. Und nicht verschlafen, sonst scheppert's. Alles klar. Ja? Also, dann bis morgen. Ja, tschüss, vielen Dank. Tschüss, servus. Danke. Hi, einen wunderschönen guten Morgen. Stehen Sie alle spalier wieder, ja? Dann fühlt ihr euch so am großen Tag? Sehr aufgeregt, oder? Ja. Ja, dann lege ich jetzt mal los. Wir machen Thunerspieß, Mango, Gurke, Sesam, Sojasauce. Ein Entenspieß mit Feige, Koriander, Chili. Dann machen wir einen Rinderspieß mit Teriyaki-Soße, Kirschtomaten. Und das ist für den Momo auch wichtig, da kannst du dann wirklich immer interpretieren, wieder neu machen. Weißt du, wie einen anderen Spieß machen? Das heißt, wir haben einiges zu machen in der Küche jetzt. Ja, natürlich wärst du auch noch mal unter die Mangel genommen bezüglich Chef-Dasein. Ne? Also wir sehen das immer noch als wichtigsten Pfeiler hier. Wir machen das Stausfleisch, das marinieren wir jetzt mit Chili und Sojasauce, Sesamöl. Dann haben wir noch frischen Koriander, ja, das würde ich gerne hätten. Okay. Das ist nicht Koriander, mein Freund, was könnte das denn sein? Das ist Thymian. Ja. Thymian ist, okay, Thymian ist ganz weit weg von Koriander. Ja. Wenn man Thymian mit Koriander verwechselt, dann wird es schon prekär. Aber zumindest wusste er, es gibt Kräuter. Dann spießen wir das auf. Irgendwie auf dem Spieß ein Stückchen Fleisch, Straußenfleisch, dann ein Stückchen Ananas und ein Stückchen Süßkartoffel. Die Süßkartoffel brauchen wir und jetzt ist die ja roh, ja? Und die ist schwierig zum Kochen, weil die ist sehr mehlig. Die zerfällt ganz schnell. Das heißt, wir packen sie in Alufolie ein und garen sie im Ofen kurz an. Aber nicht fertig, ja? Weil sonst haben wir nur einen Brei. Was wir heute eben vorgekocht haben, das kann er wirklich schaffen. Ich traue mir dazu, in Zukunft das zu machen. Du schwebst auf so einer kleinen rosa Wolke und sagst, super, ich habe ein schönes Restaurant, super stylisch, ich erobere die Welt. Aber das kann dich zum Sozialfall ruinieren. Wenn die Zahlen nicht passen, da kannst du noch so gut kochen, da kannst du noch so nett sein, dann ist es vorbei. Was kostet die Bude im Monat? 6.200. Mit allen Nebenkosten? Mit allen Nebenkosten. Okay, was zahlst du Pacht? 1.500. Es gibt eine ganz klassische Regel in der Gastronomie, die heißt Pacht mal 8. 1.500 mal 8 sind? 1.500 mal 8? 12.000. 12.000. Hast recht, das musst du Minimum machen, dass du hier überleben kannst. Da ist mir alles vom Gesicht gefallen. Weil ich mach nicht mal die Hälfte. Das ist nicht das Fundament, auf dem man Schlösser baut. Hat er das schon gesehen hier? Schau mal hier. Geile Suppe, oder? Im Glas? Sehr schön, das sieht am besten aus. Das ist schön. Das ist der Rinderspieß? Cool, oder? Da ist so ein bisschen so der Hebel umgefallen. Man hat auf einmal gedacht, oh Moment, das könnte doch was werden. Du musst dich immer mit ihm also absprechen, was es gerade gibt. Und dann bist du dafür verantwortlich, dass du es auch an deine Mitarbeiter weitergibst. Ich sehe das auf jeden Fall ein, dass ich die Gerichte alle kennen muss. Das wollen wir jetzt sehen von dir, wie ein Chef seinen Leuten das erklärt. Hier ist Ente mit eingelegter Feige und Kirschtomaten. Und dann im Glas ist was? Curry-Suppe. Mit? Obendrauf? Obendrauf. Ist das gewesen? Banane? Nein, Jakobsmuschel. Also, nochmal. Curry-Suppe mit... Jakobsmuschel. Er kriegt es nicht hin, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann haben wir was noch? Das musst du noch mal erklären. Das ist die Suppe, Currysuppe. Genau. Mit einer Muschi darum drauf. Muschi darum drauf. Mein Latein ist hier am Ende. Also wir haben alles versucht, aber er hat einfach nicht die Grundvoraussetzungen, die man braucht. Ich würde mal sagen, Sie haben nur 20% Chance, es zu schaffen. Es liegt aber am Hasan.
Die Rinderspieße kannst du jetzt in den Ofen packen. So, rein damit. Stell dir einen Wecker. 4 Minuten. Ich hätte Momo nicht zugetraut nach dem Testessen, dass er so viel Engagement in der Küche zeigt. So, Momo, die nächste Pfanne machst du jetzt komplett selber fertig, ja? Gerichtsim muss man her, so ganz kurz. Parmesan, schwenk, 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 schwenk. Und fertig, oder? Ein bisschen Konkasse noch dazu hier. Momo, du machst es super. Kurz einen Applaus für Momo, oder? An die Mike. Ja, da. Kurz einen Applaus für Momo. Ja. Das hat mir stolz gemacht. Der Momo hatte bis jetzt noch keine Kochehre, doch heute ist er losgegangen wie ein Zäpfchen. Meine Einstellung vom Laden ist geendet. Das ist so richtig Essen zum Reinknien. Super. Schmeckt ganz fantastisch. Oh, hallo, hallo. Ich darf jetzt hier den Momo übernehmen, unseren Küchenpart. Auf jeden Fall hat er sich heute gewandelt und hat Vollgas gegeben. Also wenn ihr glaubt, dass wir heute noch gekocht haben, dann habt ihr euch getäuscht. Das war alles er. Applaus! Unserem Hassan haben wir vorgefunden, er ist der jüngste Geschäftsführer Europas. Er ist jung, er muss noch viel lernen. Und Hassan hat auf jeden Fall eine Chance verdient. In den 3 Tagen, was ich gelernt habe, dass ich viel dafür kämpfen muss, dass der Laden so laufen tut, wie es heute war. Und hier kriegt ihr die Urkunde von uns. Ihr seid's gecheckt.